Wir erklären, warum Genderpädagogik wichtig ist. Die menschliche Spezies kann einem zuweilen Rätsel aufgeben. Vor allem dann, wenn du selbst nur zu Besuch bist. Zum Beispiel wird die Erdbevölkerung scheinbar in zwei Geschlechter aufgeteilt, Männer und Frauen. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Wenn ein Mensch auf die Welt kommt, scheint das Geschlecht zunächst einmal nebensächlich zu sein. Aber wie geht es dann weiter? Spätestens im Kindergarten erleben Mädchen und Jungen, dass es unterschiedliche Vorstellungen von Geschlechterrollen gibt. Aber was ist überhaupt richtig und was ist falsch? Die Genderpädagogik möchte Freiräume und Reflexionsmöglichkeiten schaffen, die zeigen, dass es so etwas wie richtig oder falsch eigentlich gar nicht gibt. Ziel ist es, Mädchen und Jungen die Vielfalt von Geschlechterrollen zu zeigen und auf der gesellschaftlichen Ebene für mehr Geschlechtergerechtigkeit zu arbeiten. So erfahren Jungen zum Beispiel im Kindergarten durch das gegengeschlechtliche pädagogische Arbeiten, dem Crosswork, dass auch Erzieherinnen super Abenteuerhöhlen bauen können. Und Mädchen lernen, dass Erzieher genauso tolle Tröster sind. In der Schule kann die reflexive Koedukation vielfältige Rollenbilder fördern. In gemischtgeschlechtlichen Klassen haben Lehrkräfte die Chance, den Schülern und Schülerinnen zu vermitteln, dass Fähigkeiten und Talente nichts mit dem Geschlecht zu tun haben. Das klingt alles ziemlich spannend. Aber gibt es nicht tatsächlich auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Die gibt es bestimmt auch. In Jugendzentren schaffen Pädagoginnen und Pädagogen deshalb Freiräume, in denen Mädchen und Jungen jeweils unter sich sein können. Die Mädchenarbeit unterstützt Mädchen und junge Frauen darin, individuelle Wege als Frau in unserer Gesellschaft zu finden. Jungenarbeit hat die Aufgabe, Jungen und junge Männer auf dem Weg zum Mannsein kritisch zu begleiten und zu unterstützen. Beide Angebotsformen unterstützen Kinder und Jugendliche darin, sich von Rollenbildern freizumachen und Hierarchien abzubauen. Und weil Freiheit auch bedeutet, dass alle lieben dürfen, wen sie möchten, hilft die queere Pädagogik Jugendlichen bei der sexuellen und geschlechtlichen Identitätsentwicklung. Im Jugendzentrum, auf Freizeiten oder queeren Partys. So schafft die Genderpädagogik einen sicheren Rahmen, in dem Kinder und Jugendliche sich jenseits von Geschlechterstereotypen chancengleich entwickeln können. Da die menschliche Spezies nicht nur männlich oder weiblich, sondern vor allem vielfältig ist, brauchen wir in allen Stationen der Bildungskette genderpädagogische Angebote. Und das ist das einzig Richtige. Wenn auch du mehr über Genderpädagogik erfahren möchtest, dann informiere dich hier oder auf gender-nrw.de.